Wir haben die vierte Folge von Die Ringe der Macht geschaut. Neben vielen neuen Dingen, wie zum Beispiel der Entdeckung von Mithril, der Identität des mysteriösen Adar und der Herkunft von Theos magischem Schwert, sprechen wir in dieser Analyse auch über jegliche Easter Eggs, Details und Lore-Hintergründe, welche euch womöglich entgangen sind. Übrigens, nach langer Vorbereitung ist nun endlich unser eigenes Mittelerde-Projekt gestartet. Ein Garry's Mod-basierter Rollenspielserver. Wenn ihr dabei sein wollt, dann ladet euch einfach Garry's Mod herunter und kommt auf unseren Discord. Dort erfahrt ihr alles weitere. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Damit ihr die nächsten Folgenbesprechungen nicht verpasst, solltet ihr jetzt unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren. Doch nun viel Spaß beim Video. Außerdem wird es hier natürlich zu Spoilern rund um die Folgen und Tolkiens Werken kommen. Ihr solltet vorher also die Folgen schon unbedingt geschaut haben. Die Folge beginnt in Numenor und zeigt die Königin Regentin Miriel, wie sie neugeborene Kinder segnet. Dieser Brauch wird von Tolkien in den Büchern jedoch nicht beschrieben. Kurz darauf bekommt sie eine prophetische Vision vom Untergang Numenors, so wie es in späteren Zeiten tatsächlich auch passieren sollte. In seinen Texten beschreibt Tolkien tatsächlich, dass derartige Visionen der Zukunft weitblickenden Elben und Menschen zumeist im Schlafe zukamen und ihnen von den Valar oder gar vom Schöpfer selbst zugesandt wurden. In den Büchern wird zwar nicht beschrieben, dass Miriel solche Visionen empfing, doch ihr Vater Tar-Palantir galt unter den Numenorern als ein großer Wahrsager. So sah dieser unter anderem das Ende der Herrscherlinie Numenors voraus, sollte der weiße Baum Nimloth jemals sterben. Übrigens, die Vorsilbe Tar bedeutet in der Elbensprache Quenya so viel wie König und wurde dem Namen des amtierenden Herrschers von Numenor vorgesetzt. Dieser Charakter hier ist Kemen. Er ist als Sohn Pharazons exklusiv für die Serie erfunden worden. In den Büchern werden nämlich keine Kinder von Pharazon genannt. Dieser kommt als mächtiger Politiker rüber, der viel Einfluss über das Volk der Numenorer hat und sich selbst um das gemeine Volk kümmert. In der Serie trägt er den Titel eines Kanzlers, den es in den Büchern so jedoch nicht gab. Dort herrschte der König allein, doch hatte er Berater, welche die Fürsten und Adligen des Landes darstellten. Trotzdem gefällt uns seine Darstellung sehr, denn auch in den Büchern war Pharazon unfassbar beliebt, da er als großer Kapitän legendäre Schätze in Mittelerde gewann und diese dann freigebig unter den Numenorern verteilte. Wie wir schon in der letzten Folge gesehen hatten, war es in Numenor üblich, beruflichen Gilden beizutreten, welche in der Serie durch Gildensiegel präsentiert werden. Pharazon trägt ganze 8 davon. Doch um welche es sich hierbei handelt, kann man nur mutmaßen. Elbenschiffe an unserer Küste, Elbenhandwerker, die in eure Zünfte hineindrängen. Hier kommt der Hass der Numenorer auf die Elben zum Tragen, denn obwohl beide Völker einst eng befreundet waren, begannen die Menschen des Westens alsbald, die Elben ihrer Unsterblichkeit wegen zu beneiden. Neid wurde zu Wut, Wut zu Hass, bis sich Elben und Menschen völlig entfremdet hatten und nur die Minderheit der getreuen Numenorer dem schönen Volke noch wohlgesinnt war. Handwerker, die nicht schlafen, die nicht ermatten, die nicht altern. Bei Elben ist der Schlaf tatsächlich anders als bei Menschen. Zum einen ist es ihnen möglich, im Stehen und offenen Auges zu schlafen, während sie bewusst nachdenken oder sich erinnern können. Also praktisch luzides Träumen mit vollkommener Kontrolle. Zum anderen benötigen Elben viel weniger Schlaf als Menschen, wie zum Beispiel aus dem Herrn der Ringe hervorgeht, wo Aragorn, Gimli und Legolas den Uruk-hai hinterherjagen. Wir sind Söhne und Töchter der Edain. Die Edain waren diejenigen Menschengeschlechter, von denen die Numenore abstammten. Dies waren das Haus Beor, das Haus Hador und das Haus Haleth, die den Elben im ersten Zeitalter in den Kriegen gegen Morgoth zu Hilfe kamen und dafür nachträglich von den Valar mit einer langen Lebensspanne und der Insel Numenor belohnt wurden. Elros, der Bruder Elronds, war der erste König von Numenor und alle Herrscher nach ihm entstammten seiner Blutlinie. Er entschied sich, anders als sein Bruder, für ein sterbliches Leben und wandelte 500 Jahre lang auf der Welt, bevor er in Frieden verstarb.
Tar-Minyator war sein Königstitel, was in der Hochelbensprache Quenya mit der erste König übersetzt werden kann. Von Menschen, die den Seewall erbauten. Der hier genannte Seewall wurde übrigens zu Tar-Aldarions Zeiten des 6. Königs von Númenor errichtet und war eine riesige Hafenanlage der östlichen Stadt Romena. Armenelos, der danach genannte Name, ist hingegen die Hauptstadt der Númenorer. Es ist diese Stadt, wo sich bisher die meisten Plots des Inselreiches abgehandelt haben. Von allen Städten Númenors war sie die schönste und in den späteren Jahren des Reiches auch die größte. Wie man hier erkennen kann, scheint Armenelos architektonisch recht nah an Babylon angelehnt zu sein. Von den Weinbergen am Meneltama. Der Meneltama ist der hohe Berg im Zentrum der Insel Númenor. Er galt als höchstes Heiligtum der Insel und war Ilúvatar, dem Schöpfer und Allvater des Universums, gewidmet. Tolkien schreibt zwar nicht, dass an den Berghängen Wein angebaut wurde, jedoch weiß man, dass sich zum Beispiel zwischen den südlichen Ausläufern die Gräber der Könige und Königinnen Númenors befanden. Dann ist Elendil hier wohl der Kaiser von Rûn, nehme ich an. Den Namen Rûn sollten einige von euch schon mal gehört haben. In der Elbensprache Sindarin bedeutet es der Osten und beschreibt alle Ländereien, welche östlich von Mordor gelegen sind. Von dort kommen übrigens auch die Ostlinge. Als sich Isildur und Eärien unterhalten, kann man im Hintergrund ein Wandgemälde erkennen. Es stellt Númenora und einen Elben dar, die ein Seeungeheuer bekämpfen. Wahrscheinlich ist es auch hier ein Lingui Loke, also einer der Wasserdrachen, die wir auch schon in Folge 2 zu Gesicht bekommen haben. Schließlich gelangt Galadriel in den Turm, wo sich Tar-Palantir, der Vater Miriels und eigentliche König Númenors, aufhält. Dieser wurde in der Serie aufgrund seiner Freundschaft zu den Elben dazu genötigt, den Thron zu verlassen und in einem Turm in Armenelos sein restliches Leben in Einsamkeit, Alter und Krankheit zu verbringen. Wenn man sich nach den Büchern richtet, ist dies jedoch grundlegend falsch. Dort regierte Tar-Palantir bis an sein Lebensende und niemand wagte es, ihm die Königswürde zu entreißen. Zudem waren die Númenorer vorerst alle immun gegen Krankheiten und den Zeitpunkt ihres friedlichen Todes vermochten sie selbst zu bestimmen, anstatt den Abend ihres Lebens in Gebrechlichkeit und Greisendasein erleben zu müssen. Diese Gaben wurden ihnen jedoch wieder genommen, nachdem sie den Valar und dem Allvater und Schöpfer Ilúvatar selbst abgeschworen hatten. In dem Shot kann man die Erbstücke des Königshauses der Númenorer erkennen. Diese Axt hier wurde Drambolek genannt und gehörte Tuor, Yarendils Vater. Ebenso war der Schild der seine, auf dem ein Schwanenflügel abgebildet war. Der Helm in der Ecke ist der Drachenhelm des Nordens, der auch schon in der zweiten Folge bei den Zwergen angeteased wurde. Dieses Schwert ist sodann Aranruth, Königszorn. Es war die Waffe des Elbenkönigs Thingol, dessen Tochter Lúthien die Urgroßmutter von Elrond und Elros war. Auch in den Büchern waren dies die Erbstücke des Königs, doch anstelle des Drachenhelmes und des Schildes zählten noch der Bogen von Bregor und Barahirs Ring dazu. Jener Ring, der sehr viel später auch von Aragorn getragen werden wird. Hierzu ein kurzer Exkurs über die Palantiri. Diese wurden in längst vergessenen Zeiten von Fëanor, dem größten aller Elben in Valinor, erschaffen. Sie waren praktisch unzerstörbar und glichen dem Normalzustand schwarzen Kristallkugeln. Anders als hier dargestellt, waren die sieben Palantiri ein Geschenk an Elendil und dessen Erben. Sie gingen nicht verloren, sondern wurden auf den Schiffen der Getreuen nach Mittelerde gebracht. Die Palantiri wurden auch sehende Steine genannt, denn ähnlich wie eine 360-Grad-Kamera speicherten sie alles, was im Umkreis von vielen Meilen geschah. Um sie nicht mit Belanglosigkeiten zu füllen, wurden sie deswegen bedeckt gehalten. Die so abgespeicherten Bilder konnten geübte Menschen oder Elben sodann abrufen. Mit einem Palantir konnte man folglich nur in die Gegenwart und die Vergangenheit blicken und nicht in die Zukunft, wie es in der Serie dargestellt wird. Dies erinnert nämlich eher an die Beschreibung von Galadriels Spiegel, der jedoch nichts mit den Palantiri zu tun hatte. Außerdem konnte einer der sehenden Steine zu einem weiteren eine Verbindung herstellen, über die man sodann per Gedanken kommunizieren konnte, wie es Saruman auch im Herrn der Ringe mit Sauron tat. Schließlich kommt Miriel doch noch zu dem Entschluss, mit Galadriel und einer númenorischen Flotte gen Mittelerde in See zu stechen.
Wir hoffen jedoch, dass dies nicht der große Aufmarsch der Numenorer gegen Sauron sein soll, der ja erst viel später geschehen kann, nachdem sich Sauron enthüllt hatte. Diese Schriftzeichen hier wurden übrigens extra für die Serie erfunden und stellen Worte in der Sprache der Numenorer, dem Adunayan, dar. Kommen wir als nächstes zum Storystrang von Arondir. Die letzte Folge endete damit, dass er von Orks gefangen genommen wurde und ihrem mysteriösen Anführer Adar vorgeführt werden sollte. Dieser ist hier zu sehen. Wie schon stark vermutet wurde, handelt es sich bei ihm um einen verdorbenen Elben, welcher möglicherweise in den Kerkern und Minen von Angband, der Schreckensfeste von Morgoth, so zugerichtet worden ist. Er hegt starke Sympathien zu den Orks, für die er eine Art Vaterfigur darstellt. Der am Boden liegende verletzte Ork heißt übrigens Margrod. Er war es, dem Arondir in der letzten Folge den Ast in den Hals gerammt hatte. Dieser Name entstammt der Hochelbensprache Quenya und steht für Beleriand, die westlichsten Ländereien Mittelerdes, die jedoch infolge der Kriege des ersten Zeitalters im Meer untergingen. All die Dialoge mit Adar sind auf Quenya, was eigentlich unlogisch ist, da Arondir diese Hochelbensprache als Waldelb nicht verstehen dürfte. Dieser Varg sieht noch sehr jung aus. Der Varg der letzten Folge war übrigens weiblich, wie man an den Zitzen erkennen konnte. Wir vermuten, dass es die Mutter dieses Tieres gewesen sein könnte und dass die Orks hier eine neue Rasse von Wölfen heranzüchten. Damit wäre es jedes Dorf von hier bis zum Urodruin. Hier nennt Bronwyn den Schicksalsberg bei seinem elbischen Namen Orodruin, was übrigens mit Feuerberg übersetzt werden kann. Der dritte Storystrang dreht sich dieses Mal um Elrond und Durin. Diese Darstellung spiegelt sehr gut das Verhältnis zwischen den Zwergen Morias und den Elben Eregions wider, denn die Völker beider Reiche verband eine so tiefe Freundschaft, wie es niemals zuvor geschehen war oder hernach geschehen sollte. Aus dieser Zusammenarbeit profitierten sowohl die Elben als auch die Zwerge und große Werke entstanden unter den Werkzeugen der Schmiede und Handwerker. Das hier ist übrigens das Wappen Durins, der Hammer und Amboss, welcher später auch auf dem Westtor von Khazad-dûm eingraviert werden wird. Hier wird sehr gut die Weitsichtigkeit der Elben rübergebracht, da Elrond von Durins Lippen ablesen kann, dass dieser sich in der alten Mine aufgehalten hat. Denn Tolkien schreibt, dass die Sicht der Elben dreimal so gut war wie die von Menschen. Der Spiegelsee, von den Zwergen in ihrer Sprache auch Khaled-Zaram genannt, war ein großes Heiligtum der Zwerge von Khazad-dûm, denn Durin, der Unsterbliche, der erste seines Namens, blickte der Erzählung nach bei Nacht in die Wasser des Sees und über seinem Spiegelbild formten sieben Sterne seine Krone. Jeder, der hernach in das Wasser des Sees blickte, konnte nur diese Sterne und sonst nichts sehen, selbst wenn es hellichter Tag war. Hier bekommen wir nun endlich das große Geheimnis der Zwerge zu sehen, ein neuartiges Erz. Mithril bedeutet so viel wie Wahrsilber, während Mithraut, der elbische Name, den Durin vorschlägt, mit Graumetall übersetzt werden kann. In den Büchern wird nur beschrieben, dass Mithril wie Silber glänzte und nicht, dass es von sich aus leuchtete. Es ist allerdings eine schöne Ergänzung, denn die Elben von Eregion stellten aus Mithril eine Legierung her, die unsichtbar war, doch im Mond- und Sternenschein leuchtete. Diese wurde Ithildin genannt. Dieser braucht der Zwerge, den Stein anzusingen, um nach Erzen zu suchen. Oder wie hier, um den Stein um Vergebung zu bitten, wird in den Büchern nicht beschrieben. Da allerdings nur winzige Bruchstücke der Zwergenkultur von Tolkien festgehalten werden, finden wir diese Ergänzung sehr passend. Es spiegelt die Liebe der Zwerge zum Stein sehr gut wider, die unter anderem auch von Gimli im Herrn der Ringe beschrieben wird. Elronds Verhältnis zu seinem Vater Earendil ist auch in den Büchern sehr schwierig, denn dieser verließ ihn, als Elrond nur 2 Jahre alt war. Earendil überquerte nämlich als Abgesandter der Elben und Menschen Mittelerdes das große Meer Beleriand, um bei den Valar um Gnade und Vergebung zu bitten. So leitete er den Krieg des Zorns und die Niederlage von Morgoth ein, doch durfte er hernach nie wieder nach Mittelerde zurückkehren. Stattdessen erhoben die Valar sein Schiff Vingilot in den Himmel hinauf, wo er sodann mit einem Silmaril an der Stirn als Stern für alle sichtbar war. Die Axt, die sich hier im Thronsaal von Khazad-dûm befindet, ist übrigens Durins berühmte Axt.
Eine Waffe, die als mächtiges Erbstück seiner Nachfahren galt und später leider verloren ging. Denn ich werde für immer bei dir sein, mein Sohn. In den Büchern ist dies anders. Hier glaubten die Elben und Menschen, dass der Geist von Durin dem Ersten 6-mal in seiner eigenen Blutlinie wiedergeboren werden wird. Das Zwergenkind sähe dann dem ersten Durin extrem ähnlich und würde sogar alle Erinnerungen der früheren Durins teilen. Doch diese Annahme ist in-universe falsch. Denn anstatt wiedergeboren zu werden, kehrte der Geist Durins zu seinem Grabe zurück, wo er in seinem Körper reinkarniert wurde, sich aus seinem Sarg erhob und die Herrschaft über Khazad Dûm einforderte. Dies ist auch der Grund, weshalb Durin der Vierte eigentlich nicht der Sohn von Durin dem Dritten sein kann, wie es hier dargestellt wird. Wie immer werden wir auch wieder diese Folge in verschiedenen Kategorien bewerten und aus diesem Durchschnitt einen Sternewert vergeben. Beginnen wir mit dem Look. 9 von 10 Punkten. Numenor hat mal wieder überzeugt. Besonders die Vision von Miriel, aber auch Khazad Dûm und die Orks sind optisch sehr gelungen. Bei Musik geben wir dieses Mal 8 von 10 Punkten. Sie ist gut, doch nicht überragend und gerade bei epischen Landschaftsshots fehlt uns manchmal der gewisse Wumms. Das Storytelling fanden wir weit besser als in der letzten Folge. Es geht zwar immer noch langsam voran, doch kann man schon ganz gut erkennen, in welche Richtung sich die jeweiligen Plots entwickeln werden. 9 von 10 Punkten. Das Acting der Schauspieler fanden wir wie immer gut. Besonders die Schauspieler von Celebrimbor, Adar und Arondir überzeugen in ihren Rollen, wohingegen wir die Schauspielerin von Disa und den von Theo diese Folge nicht so gut fanden. Trotzdem 8 von 10 Punkten. Auch das Tolkien-Feeling war diese Folge besser als in der letzten. Hier geben wir 9 von 10 Punkten. Bei Book Curacy müssen wir leider ein paar Punkte abziehen. Hier gibt es nur 7 von 10 Punkten. Das meiste sind zwar nur Kleinigkeiten, doch die Darstellung von Tar-Palantir und den sehenden Steinen ist in den Büchern völlig anders. Somit kommen wir auf eine Gesamtwertung von 4 von 5 möglichen Sternen. Was haltet ihr von dieser Folge? Schreibt es uns in die Kommentare. An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal bei unseren Mitgliedern bedanken. Ganz besonders bei unseren Mithril-Mitgliedern Oliver Ochs, Niklas Finger, Johnny, Lisa Schömann, Elmar Zuber und Ecthelion und unseren Silima-Mitgliedern Technos Strategiezone, Lenoth, Mojabo, Perestroika 1995 und Kurumi TK 666. Zu guter Letzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis bald und auf Wiedersehen.